Kapitel 22, Abschnitt 6. Schwäche und Abwehrhaltung. Wie überwindet man Illusionen? Sicher nicht mit Gewalt oder Ärger oder indem man sich ihnen auf irgendeine Weise widersetzt. Einfach dadurch, dass ihr die Vernunft euch sagen lasst, dass sie der Wirklichkeit widersprechen. Sie laufen dem zuwider, was wahr sein muss. Das Widersetzen kommt von ihnen, nicht von der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit widersetzt sich nichts. Was einfach ist, braucht keine Abwehr und bietet keine an. Nur Illusionen brauchen eine Abwehr um ihre Schwäche willen. Und wie kann es schwierig sein, den Weg der Wahrheit zu beschreiten, wenn sich nur Schwäche in den Weg stellt? Ihr seid die Starken in diesem scheinbaren Konflikt. Und ihr braucht keine Abwehr. All das, was der Abwehr bedarf, wollt ihr nicht haben, denn all das, was Abwehr braucht, wird euch schwächen. Denkt darüber nach, wozu das Ego Abwehr braucht. Immer um das zu rechtfertigen, was der Wahrheit zuwiderläuft, der Vernunft ins Gesicht schlägt und keinen Sinn ergibt. Kann das gerechtfertigt werden? Was kann das anderes sein als eine Einladung an den Wahnsinn, euch vor der Wahrheit zu erretten? Und wovon möchtet ihr gerettet werden, wenn nicht vor dem, wovor ihr Angst habt? Der Glaube an die Sünde hat eine starke Abwehr nötig und zu einem gewaltigen Preis. All das, was euch der Heilige Geist anbietet, muss abgewehrt und geopfert werden. Denn die Sünde ist in einem Block aus eurem Frieden heraus eingemeißelt und zwischen euch und seine Wiederkehr gelegt. Wie aber kann der Frieden derart fragmentiert sein? Er ist noch immer ganz und nichts ist ihm genommen worden. Seht, wie die Mittel und der Stoff der bösen Träume nichts sind. In Wahrheit steht ihr beieinander und nichts ist zwischen euch. Gott hält euch bei der Hand und was kann trennen, wen er als eins mit sich verbunden hat? Er ist euer Vater, den ihr abwehren möchtet. Indessen bleibt es unmöglich, die Liebe auszuschließen. Gott ruht in Stille bei euch, unverteidigt und gänzlich ohne sich zu verteidigen, denn nur in diesem stillen Zustand liegen Macht und Stärke. Hier kann keine Schwäche Einlass finden, denn hier gibt es keinen Angriff und deshalb keine Illusionen. Die Liebe ruht in der Gewissheit. Nur Ungewissheit kann defensiv sein. Und jede Ungewissheit ist Zweifel an euch selbst. Wie schwach die Angst doch ist, wie klein und wie bedeutungslos, wie unbedeutend vor der ruhigen Stärke derer, die die Liebe verbunden hat. Das ist euer angeblicher Feind. Eine erschreckte Maus, die das Universum angreifen will. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das gelingen wird? Kann es denn schwierig sein, ihr leises Piepsen nicht zu beachten, das von ihrer Allmacht spricht und die Lobeshymne an ihren Schöpfer übertönen möchte, die jedes Herz im ganzen Universum ewig als eins singt? Was ist denn stärker? Ist es diese winzige Maus oder all das, was Gott erschuf? Nicht diese Maus, sondern der Wille Gottes verbindet euch miteinander. Und kann denn eine Maus diejenigen verraten, die Gott verbunden hat?
Wenn ihr doch nur begreifen würdet, wie wenig zwischen euch und eurem Gewahrsein eurer Vereinigung steht. Lasst euch nicht täuschen von der Illusion der Größe und der Stärke, des Gewichts, der Solidität und der Festigkeit des Fundaments, die es präsentiert. Ja, für die Augen des Körpers sieht es wie ein gewaltiger, massiver Körper aus, unverrückbar wie ein Berg. Doch in euch ist eine Kraft, der keine Illusionen widerstehen können. Dieser Körper erscheint nur unverrückbar. Doch diese Kraft ist in Wahrheit unwiderstehlich. Was also muss geschehen, wenn sie zusammenkommen? Kann die Illusion der Unverrückbarkeit lange gegen das verteidigt werden, was ruhig durch sie hindurch und über sie hinausgegangen ist? Vergesst nicht, wenn das Bedürfnis in euch aufsteigt, wegen irgendetwas defensiv zu sein, dann habt ihr euch mit einer Illusion identifiziert und fühlt deshalb, dass ihr schwach seid, weil ihr allein seid. Das ist der Preis für alle Illusionen. Es gibt nicht eine, die nicht auf dem Glauben beruht, dass ihr getrennt seid. Nicht eine einzige, die nicht schwer, massiv und unverrückbar zwischen euch zu stehen scheint. Und nicht eine, über die die Wahrheit nicht mit Leichtigkeit hinweggehen kann. So leicht, dass ihr trotz allem, wofür ihr sie hieltet, nun überzeugt sein müsst, dass sie nichts ist. Wenn ihr einander vergebt, muss das geschehen. Gerade euer Unwille, das zu übersehen, was zwischen euch zu stehen scheint, lässt es so undurchdringlich scheinen und beschützt die Illusion seiner Unverrückbarkeit.